Diese Geschichte soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Sie erzählt nicht von heldenhaften Abenteuern. Denn der Tod ist kein Abenteuer für die, die ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Es soll nur der Versuch gemacht werden, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde. Auch wenn sie seinen Granaten entkam. Wir nennen ihn Kat. Sein voller Name ist Stanislav Kaczynski. Er ist unser Gruppenführer. Zäh, schlau, gerissen. Mit einem Gesicht aus Erde. Und einer wunderbaren Witterung für dicke Luft und gutes Essen. Mein Name ist Paul Bäumer. Ich bin 19 Jahre alt. Bis vor wenigen Monaten gingen 6 von uns in eine Klasse. Unsere Köpfe waren vollgestopft mit Wissen. Wir waren voller Ideale und Hoffnungen. Josef Behm, er will Theologie studieren. Albert Kropp, Jura. Friedrich Müller, er büffelt noch und träumt vom Notexamen. Franz Kemmerich will Förster werden. Peter Lehr hat eine große Vorliebe für Mädchen und Reisen. Dann unsere Freunde. Tjaden, der vor dem Krieg Schlosser war, der größte Fresser der Kompanie. Er setzt sich schlank zum Essen hin und steht dick wie eine schwangere Auster wieder auf. Haie Westhus, ein zuverlässiger Kerl. Er war früher Torfstecher. Und Detering, ein Bauer, der nur an seinen Hof, seine Frau und an seine Pferde denkt. Seit Monaten stehen wir im Grabenkampf gegen die Franzosen. Es geht um ein paar hundert Meter Boden. Artillerievorbereitung, Angriff, Gegenangriff. Und wenn der Punktestand ausgeglichen scheint, greifen sie erneut unsere Schützengräben an.
und den Trichtern! Raus! Sanitäter, hierher! Mach mal Platz da! Hallo, was dann? Wird schon wieder, Franz. Jetzt! Hoch! Pass mit dem Bein auf! Ja. Ja. Vorsichtig, Mensch! Es ist nur das Bein. Er hat Glück. Er kommt sicher durch. Er schafft es. Sie sind unsere eiserne Jugend. Und aus einer eisernen Jugend müssen eherne Helden werden. Es ist meine Pflicht, besser, es ist mir eine Ehre, Sie auf die Rolle vorzubereiten, die Sie in diesem großen Krieg übernehmen müssen. In dieser Zeit braucht unser Land junge Männer mit Charakterstärke. Wenn Sie geistig gut vorbereitet sind, wird Ihnen auch die Wehrertüchtigung nicht schwerfallen. Wenn Sie Ihre Körper stehlen, tun Sie es im Bewusstsein Ihrer Verantwortung für Gott und Vaterland. Denn auf Ihren Schultern ruht das Schicksal des Vaterlandes. Und das Schicksal unseres Vaterlandes ist von großer Bedeutung für das Schicksal der ganzen Welt. In unserem Land regiert der Fortschritt. Wir sind eine Kulturnation, der Tradition verpflichtet, aber auch neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen. Wir sind die Nation von Beethoven, von Schiller und von Goethe. Bäumer. Ich bitte um Verzeihung. Was ist das? Das ist ein Vogel. Ein Vogel? Ja. Eine Lerche? Ja, eine Lerche. Sehr schön, sehr schön. Sie saß auf dem Fensterbrett. Das ist diese Linie. In etwa, ja. Sehr hübsch geworden. Ich danke Ihnen. Aber ich denke, Sie kommen nicht in den Unterricht, um Zeichnungen anzufertigen oder Gedichte zu verfassen. Oder zu träumen. Das geht doch nicht, Bäumer. Sie können sich setzen. Tja, meine Herren. Der größte Teil von Ihnen hat die Examina bestanden. Einige wenige Arbeiten stehen noch aus. Sie haben die Schule abgeschlossen und nun beginnt die Pflichterfüllung. Ich bin stolz auf Sie. Sie dürfen gehen. Ach, Bäumer. Sie bleiben noch. Mensch, wirklich, darauf haben wir lange gewartet. Hallo. Zigarette? Nein, danke. Ach, Sie rauchen nicht? Nein. Naja, ist ja auch eine scheußliche Angewohnheit. Aber jemand, der nur positive Eigenschaften besitzt, wie sagen doch diese Engländer so richtig? Nur Arbeit und kein Vergnügen, das ist... Tödlich langweilig. Tödlich? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Daraus folgere ich, dass Sie hier auch etwas fürs Leben gelernt haben. Wir Deutschen sagen ja erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Die Schule ist abgeschlossen. Jetzt beginnt für Sie der Ernst des Lebens. Tja, Sie sind ein Träumer, Bäumer. Schluss mit den kleinen Skizzen und mit dem Gedichteschreiben. Sie sind jetzt ein Mann. Und Sie haben auch Ihre Pflichten als Mann. Besonders gegenüber dem Vaterland. Werden Sie warten, bis Sie eingezogen werden, oder melden Sie sich freiwillig? Na, es ist doch selbstverständlich, dass Sie dem Ruf der Pflicht folgen. Ich bin überzeugt davon, dass die ganze Klasse geschlossen geht, wie ein Mann, zum Schutze unseres Vaterlandes. Ich bin stolz auf euch, Bäumer. Oh.
Ich sag ja immer, ein bisschen mehr Schlaf und der Krieg wäre gar nicht so übel. Und was Ordentliches zu fressen. Vergesst bloß nicht die Weiber. Na komm, Heinrich, mach schon. Wir haben Hunger, mach deinen Bouillonkeller auf. Du kennst die Vorschriften, die Kompanie muss vollzählig sein. Was meint er denn? Keine Ahnung, sind alle da. Wir sind vollzählig. Oh Gott, quatsch hier keine Opern. Ich habe Portionen für 150 Mann gekocht, aber die gibt's erst, wenn der Rest von euch hier angetreten ist. Der Rest von uns guckt sich die Radieschen von unten an oder wird gerade zusammengeflickt. Ja, endlich. Aber ich habe Essen für 150. Los, mach die Kneipe. Na gut, dann können wir uns endlich mal satt fressen. Fang an! Hast du auch Brot für 150 Mann? Ja. Und Wurst auch? Ja. Tabak? Wahnsinn, ja, aber ich mehr. Sekunde, Sekunde, das ist ja leicht auszurechnen. Da müsste ja jeder ungefähr... Doppelte Portionen. Ja, doppelte. Stimmt. Ja. Also doppelte. Ich kann nur Rationen verteilen an die, die hier sind. Und das sind 80 Mann. Was da du, kommt der Leutnant Perting. Herr Leutnant. Die Bohnen duften ja wirklich köstlich, Unteroffizier. Danke, Herr Leutnant. Es wäre doch sehr zu wünschen, dass wir so etwas öfter an vorderster Front hätten, nicht wahr, Kaczynski? Ja, Herr Leutnant, das wäre sehr schön. Hauen Sie ordentlich rein. Danke, Herr Leutnant. Nein, vielen Dank. Komm schon, Moriba, hast du nicht gehört? Ja, aber er hat nicht gesagt, dass... Schweinebacke, mach keinen Scheiß. Wir sind die zweite Kompanie. Du hast doch gekocht für die zweite Kompanie. Und du hast nicht für 80 Mann Fourage empfangen, sondern für die zweite Kompanie. Und vor dir, du Fettsack, steht die zweite Kompanie. Das ist trotzdem nicht in Ordnung. Ach, mach schon. Hallo, sei schön. Los, Küchenbulle, auf ins Schwingel. Los, los. Genug da, das ist nicht richtig so. Steht nirgendwo geschrieben. Aber ist ja egal. Ihr kriegt alle eure Portionen. Das will ich meinen, und zwar doppelte. Der Tag ist wirklich gut heute. Jeder von uns hat für zwei gegessen. Und Post ist auch gekommen. Die Gräser wiegen sich im Winde. Schmetterlinge taumeln heran. Schweben in der weichen Luft des Spätsommers. Es sind wunderbar gedankenlose Stunden. In uns ist ein starkes, verhaltenes Gefühl. Das braucht nicht viele Worte. Wir waren in den letzten Tagen dem Tod sehr nah. Und darum ist alles neu und stark. Der rote Mohn und das gute Essen. Ja, die Zigaretten und der Sommerwind. Wir gehen jetzt zu Kemmerich. Entschuldigen Sie, Schwester. Ja? Können Sie mir sagen, wo Franz Kemmerich liegt? Da drüben auf der anderen Seite. Danke. Tupfer, bitte. Hier, Doktor. Oh, keine Angst. Das kriegen wir schon hin. Franz, wie geht's dir? Sie haben mir meine Uhr gestohlen. Diese Schweinehunde. Ich hab dich gewarnt, Franz. Ich weiß. Das musst du dem Arzt sagen. Jetzt darfst du bald nach Hause. Glaubst du? Ja, das geht schnell. Siehst prima aus, Franz. Es geht. Mir geht's ganz gut. Nur mein Fuß, der tut verdammt weh. Ist ganz kalt. Ach, du musst nur daran denken, dass du nach Hause kommst.
Dann kannst du den Schmerz leichter ertragen. Ja, genau. Heute in einer Woche wirst du Zigarren rauchend auf der Hammerschmidts Veranda sitzen und der hübschen Katharina faustdicke Lügen auftischen. Wir haben dir was zu qualmen und ein schönes Stück Käse mitgebracht. Und gute Besserung von Kat. Und dein Kamm ist in der Tabakschachtel. Bitte schieb das unter das Bett. Sonst ist es weg. So wie meine Uhr. Machen wir. Franz? Wirst du die Stiefel hier mit nach Hause nehmen? Wieso fragst du? Naja, du kannst sie da vielleicht überhaupt nicht gebrauchen. Ich würde mit dir tauschen. Nein, meine Mutter hat sie mir geschenkt, weißt du? Aber vielleicht kannst du sie mir bauen. Nein, du wirst viel früher zu Hause sein als wir. Ja, und einen Genesungsurlaub kriegst du auch noch. Ein Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir kommen nie. Er hat keinen Zweck zu rufen. Wir werden schon einen auftreiben. In der Heimat wird das alles besser. Irgendwann wirst du zurückkommen. Ja, und da feiern wir ein großes Fest. Wir kommen morgen wieder. Ich besuche dich bestimmt. Danke. Danke. Ich bin bald wieder bei euch. Ja, bis dann. Und passt auf, ob meine Uhr irgendwo auftaucht. Ja. Alles Gute, Franz. Geht schon. Danke. Na, was willst du denn vergeigen? Aus dem Keller tönt es dumpf. Piek ist dumpf. Du kommst. Warum denn kein Grand? Denkt ihr, das mit Franz lässt mich kalt? Nee, da irrt ihr euch. Wenn ich sein Bein oder sein Leben retten könnte, würde ich barfuß über ein Stacheldraht klettern. Das wisst ihr. Aber da, wo er hingeht, da braucht er keine Stiefel mehr. Da lässt sich nicht dran rütteln. Und meine drücken so, dass ich kaum gehen kann. Wer sollte denn deiner Meinung nach kriegen? Ein scheiß Sanitäter oder einer seiner Freunde? Da hat er recht, Paul. Ich weiß. Sehr gut, Kämmerich. Ausgezeichnet, Kämmerich. Sie haben mir das Bein amputiert. Es hätte noch schlimmer kommen können. Wegler hat den rechten Arm verloren und einen Bauchschuss abgekriegt. Du wirst bald nach Hause kommen. Glaubst du? Natürlich. Glaubst du es wirklich? Du musst dich nur von der Operation erholen. Ich glaub nicht dran. Ach, red doch keinen Unsinn. Ich wollte mal Förster werden. Das wirst du auch. Es gibt ja fabelhafte, gearbeitete Prothesen heute. Die schließen sie direkt an die Muskeln an. Da kannst du wieder richtig laufen. Wenn ihr meine Uhr findet, schickt sie nach Hause. Sie schicken dich sicher in ein Erholungsheim. Vielleicht kommst du sogar nach Klosterberg. Weißt du noch, wie wir da raufgelaufen sind? Der Weg mit den Pappeln? Und die vielen Stichlinge im Klosterbach? Franz, wenn ich zurückkomme, dann werden wir wieder dahin gehen. Und du erzählst mir wieder alles über Bäume und Pflanzen, die dort wachsen. Franz, es wird sich nichts ändern. Wir bleiben zusammen. Franz, gib Müller meine Stiefel. Ruhig, Franz, ruhig. Ich hol den Arzt. Doktor! Wo ist denn der? Doktor! Doktor! Ist denn kein Arzt da? Doktor! Kommen Sie schnell! Ich glaube, Franz Kämmerich stirbt. Wo liegt der? Bett 36, amputiertes Bein. Ich kann mich nicht dran erinnern. Hab heute schon wieder 5 Amputationen gehabt.
Kümmern Sie sich um ihn. Eine Operation nach der anderen. Das geht seit heute Morgen um 5 so. Wir haben heute schon 16 Tote. Sein Freund wird der 17. sein. Wir kommen sicher noch auf 20. Wir müssen ihn sofort wegbringen. Wir brauchen das Bett. Die liegen draußen auf der Erde. Und vergiss nicht, wechsel deine Socken jeden Tag. Mutter. Ja, mach. Paul. Bitte, Frau Kemmerich? Paul, ach bitte, darf ich in einen Moment sprechen? Entschuldigt mich. Darf ich dich bitten, dass du mir etwas versprichst? Gern, Frau Kemmerich. Achte doch auf Franz und wenn nötig hilft. Natürlich, das ist unser. Du kennst ihn, er hört auf dich, er wird alles tun, was du sagst, das weißt du. Wiedersehen, bleib gesund. Pass auf ihn auf, wenn es gefährlich wird. Du weißt ja, wie leichtsinnig. Mach ich, Sie können sich drauf verlassen. Ich danke dir, Paul. Gott schütze euch. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin in Gedanken immer bei dir. Alles Gute für euch. Schreib, wenn du was brauchst, Mutter. Peter. Na klar, mach ich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Also, leb wohl. Wiedersehen, Mutter. Wiedersehen. Und pass mir gut auf meinen kleinen Bruder auf. Na los, Jungs, wacht auf! Kommt hoch! Hoch mit euch! Ihr wollt doch wohl den schönen Tag nicht verpennen. Na los, hoch mit dir! Ich hab was zu beißen mitgebracht. Na, nur bewegt euch mal ein bisschen, ihr müden Krieger. Kat hat wieder was organisiert. Mensch, Kat. Du hast denn das Brot her? Tja, das gibt's doch nicht. Das nächste Mal nehme ich dich mit und dann zeige ich dir, wie sowas geht. Wenn ich mal nicht mehr bei euch sein kann, dann wird dir das von Nutzen sein. Das heißt nicht mehr bei uns, du wirst immer bei uns. Für immer gibt's keine Garantie. Na, jedenfalls ist es besser, du lernst es, ehe du verhungerst. Also immer schön auf deinen Lehrer hören. Da kommt er, Jungs, da kommt er! Das hat ja eine ganze Weile gedauert. Er hat ihn nur Standpauke gehalten. Warum denn? Gibt doch gar keinen Grund dafür. Sie folgen dem Ruf der Pflicht. Ich weiß, sie werden geschlossen gehen. Alle werden sich freiwillig melden, die ganze Klasse. Ja, natürlich, Behm, du auch. Sicher. Mich nehmen die gar nicht wegen meiner Augen. Rück dich nicht, dann nehmen wir die Knarre nach. Das müssen wir feiern. Heute Abend besaufen wir uns mit Gott für Kaiser und Reich. Ja. In die Kneipe, mach schnell! Ja. Wie Donner, Hall, wie Schwert, Geknirr und hoch ein Fall. Zum Rhein, zum deutschen Rhein. Wer ist Bundes Hüter sein? Lieb Vater. Hey, hey, das ist der Himmelstoß. Du Pfeifer, Himmelstoß, du musst deine Briefträgerchen. Nun, meine Herren, geht's zum deutschen Feldherr? Jawohl, Herr Briefträger, freiwillig. Ich habe auch meine Einberufung bekommen. Sie Himmelstoß? Ist ja fabelhaft. Ich bin Reservist. Himmelstoß gehört zur Reserve. Ich gehe in den aktiven Dienst. Himmelstoß verteidigt das Vaterland. Das ist eine grobe Unverschämtheit. Eine Nichtachtung meiner Uniform. Hören Sie damit auf. Das ist meine Uniform. Jetzt fühlt er sich wieder angezogen. Alles feine junge Männer. Die Köpfe mit Bücherweisheiten vollgestopft. Sie werden ihre Lektionen noch lernen. Hört, du wirst deine Lektion noch lernen. Jawohl, Reservist. Na los, ihr feinen jungen Männer. Seine Bücher auf. Zum deutschen Reich. Wer will Sturmes Hüter sein? Lieb Vaterland, magst du sein? Allmächtiger Gott, wir danken dir und segne, was du uns beschert hast. Wir vertrauen dir. Beschütze unseren Kaiser und das Vaterland.
beschütze unsere tapferen Soldaten und unseren Sohn, Paul Bäumer, der seinem Vaterland dienen wird. Lieber Gott, behüte unseren Sohn. Amen. Der Krieg ist in ein paar Monaten beendet. Die Russen sind fertig. Die Franzosen fast am Ende. Unsere U-Boote werden England aushungern. Die Amerikaner werden nie eingreifen. Wir haben den Sieg in den Händen. Ach, ich beneide dich, Paul. Du marschierst durch Paris mit Marschmusik und wehenden Fahnen. Ja, ich beneide dich. Die Wacht am Rhein. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenhall. Zum deutschen Rhein, wer will des Stromes Hüter sein? Lieb Vaterland, magst du mich sein? Lieb Vaterland, magst du mich sein? Fest steht und treu die Macht am Rhein. Fest steht und treu die Macht am Rhein. Abteilung! Halt! Links! Umrührt euch! Männer, ihr werdet später aufgeteilt. In drei Gruppen. Die Augen links, Augen geradeaus. Ganze Abteilung. Achtung, präsentiert das Gewehr. Na, das wollen wir nicht, meine Herren, das üben wir noch ein bisschen. Rechts um. Abteilung, steh, stand. Achtung. Meine Herren, ich begrüße Sie. In den kommenden 10 Wochen werden Sie meine Gäste sein. Und in dieser Zeit machen wir aus Ihnen deutsche Soldaten. Dann werden Sie zu Ihren Einheiten an die Front abkommandiert. Dort dürfen Sie sich bewähren. Sie kämpfen für unseren Kaiser und unser Vaterland. Also, meine Herren, seien Sie willkommen. Augen rechts! Augen geradeaus! Friedrich! Abteilung! Küchen! Guten Morgen, meine sehr geehrten Herren. Mein Name ist Himmelstoß. Unteroffizier Himmelstoß. Ich bin Ihr Ausbilder. Augen geradeaus! Im Gleichschritt marsch! Abteilung! Halt! Links um! Sie werden feststellen, dass ich ein sehr guter Ausbilder bin. Wissen Sie warum? Weil Sie das, was Sie bei mir lernen werden, nie vergessen. Augen rechts, im Gleichschritt, marsch! Rechts, schwenk, marsch! Niemals. Ganze Abteilung, steh schon! Angriff! Rührt euch! Abteilung, steh schon! Rührt euch! Abteilung, steh schon! Abteilung, kehrt! Rechts, um! Links, um! Rechts, im Gleichschritt, marsch! Links, 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 Abteilung! Rechtswing, marsch! Links, 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 Abteilung! Halt! Abteilung! Stillstand! Augen rechts! Augen geradeaus! Rechts um! Im Gleichschritt! Marsch! Links! Links! Das seht ihr Gleichschritt! Abteilung im Laufschritt! Marsch! Marsch! Links! 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 Nicht zur Bühne! Abteilung rechtsweg! Marsch! Links! 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 Links, 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 Abteilung! Rechtswing!
Links, 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 Abteilung! Halt! Hinlegen! Abteilung! Auf! Im Gleichschritt! Marsch! Abteilung, halt! Hinlegen! Achtung! Auf! Fünf Schritt vortreten! Hinlegen! Achtung! Auf! Antreten! In der Kaserne! Stubenappell! 30 Minuten! Weggetreten! Komm. Na komm schon. Los! Achtung! Nochmal! Mir büßen, Bäumer. Strafe exerzieren! Nicht, euer Unteroffizier!
Sie müssen Ihre Augen schon offen halten. Jetzt bist du dran, Himmelstoß. Die Hosen runterlegen. Hilfe! Halt's Maul! Seht euch das Arschloch an. Auf, Marsch, Marsch! Hinlegen! Auf, auf! Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Wenn mir auch das Herz bricht. Ihre Ausbildungszeit ist beendet. Sie sind jetzt Soldaten im deutschen Heer. Geschult und bereit zu kämpfen mit Gott für Kaiser und Vaterland. Wenn Sie mit Ihren Einheiten erst in den Frontlinien stehen, wird Ihnen sehr schnell bewusst werden, dass alles, was Sie hier gelernt haben, absolut notwendig war. Sie werden Ihren Ausbildern dankbar sein, obwohl sie Ihnen manchmal zu hart oder sogar ungerecht erschienen sind. Sie haben sie zu Soldaten gemacht, die in dieser harten Zeit bestehen werden. Mit Gott, für Kaiser und Vaterland. Rechts um! Im Rechnen! Marsch! Vorsichtig. Pass auf da.
Gewehr, Schultern! Rechts, um! Ohne Tritt, Marsch! Sie die Zigarette aus. Fünfte Kompanie, absitzen! Ersatz für die zweite Kompanie hier rüber. In Zweierreihen angetreten. Na los, los! So. Nun seid ihr da. Es ist hier so üblich, dass die neuen Leute von einem Frontschwein eingewiesen werden. Ihr seid die neuen Leute? Ich bin das Frontschwein. In der Ausbildung hat man euch eine Menge theoretischen Quatsch beigebracht, den ihr hier nicht gebrauchen könnt. Wir werden uns also bemühen, das schnell zu vergessen. Ich sag euch, wie die Praxis... Hör mir bitte zu, mein Junge. Ihr lernt ihr, wie es in der Praxis aussieht. Dazu gehört, wie ihr eure Windeln anlegt, wenn es an die Front geht. Oder wie man Franzmänner tötet. Jetzt steht euch also eure Feuertaufe bevor. Aber erst schlagt euch was Warmes in den Bauch. Holt euch ein bisschen aus und dann gehen wir auf unsere erste Patrouille. Heute Nacht. Explosionen. Das ist schwere Artillerie. Die schlagen weit hinter uns ein. Für uns ungefährlich. Die orgeln immer zu dritt ran und kommen auch immer dicht zusammen runter. Ihr habt 5 bis 10 Sekunden zwischen jeder Salve. Dann rein in den nächsten Trichter. Aber man kann sie schon von Weitem hören. Das ist das Gute daran. Genau wie die Mörser. Auf eins müsst ihr ganz besonders aufpassen. Das ist dieses... Genau wie die Mücken. Die sind verdammt heimtückisch, diese kleinen Dinger. Da habt ihr nur 3 Sekunden, um euch in den Dreck zu wühlen. Also auf gar keinen Fall überlegen. Ihr müsst euch einfach auf euren Instinkt verlassen. Nur auf euren Instinkt. Versteht ihr? Also. Blitzschnell reagieren. Wach sein, wenn ihr draußen seid und ihr hört irgendwas. Ganz egal was. Schnauze in den Dreck. Blitzschnell. Habt ihr verstanden? Jawohl. Also. Ja, genau. Ich hab's in der Nase. Bald gibt's Feuerwerk. Der Franzmann will euch guten Tag sagen. Bleibt immer schön bei Väterchen Cut. Gleich wird's brenzlig, also passt auf. Es geht los. Schnell in Deckung. Ab in Deckung! Tempo, Tempo! Weg von der Straße, die Ärsche in den Trichter. Los, los, schneller! Runter! Yeah!
den Gnadenschuss! Sie sollen sich nicht quälen! Hey! Bist du verrückt? Willst du unsere eigenen Leute abknallen? Runter mit dir! Ich verstehe das nicht. Was haben Sie getan? Sie haben noch nichts getan. Pferde gehören einfach nicht an die Front. Die armen Tiere können sich doch nicht wehren. So, das wär's. Der Franzmann hat euch begrüßt. Na kommt's, geht weiter. Raus hier. Los. Kommt, macht schon. Raus hier. Komm. Ab. Ja, was ist? Hat's euch die Sprache verschlagen? Sind wir vollzählig? Ja. Es fehlt keiner. Alle da. Das war nur ein Vorgeschmack auf das, was euch beim Angriff erwartet. Alles fertig? Ja. Ja. Dann weiter. Also, jetzt habt ihr einen ersten Eindruck, wie es an der Front zugeht. Haltet euch an Kant, dann passiert euch nichts. Wir sind seit einem Jahr an der Front. Wir kennen dieses Gebiet gut. Wir sind hier zu Hause. Wir sind jetzt Soldaten. Nur Kemmerich ist tot. Aber wir hören immer wieder von anderen aus unserer Klasse, die gefallen sind oder verwundet. Die Front ist wie ein Käfig, in dem man nervös warten muss auf das, was geschehen wird. Wenn ein Geschoss kommt, kann ich mich nur ducken, das ist alles. Ebenso zufällig, wie ich am Leben bleibe, kann ich auch getroffen werden. Im bombensicheren Unterstand kann ich zerquetscht werden, aber auf freiem Feld 10 Stunden Trommelfeuer unverletzt überstehen. Jeder Soldat bleibt nur durch 1000 Zufälle am Leben. Und jeder Soldat glaubt und vertraut dem Zufall. Flammenwerfer. Eine neue Erfindung scharfsinniger Ingenieure, die es uns leichter macht zu töten. Modernstes, hochentwickeltes Dahinscheiden. Einäscherung gleich auf dem Feld der Ehe. Die Ratten haben sich vermehrt in der letzten Zeit. Detering behauptet, es wäre das sicherste Vorzeichen für dicke Luft. Sie haben scheußliche, bösartige Gesichter. Es kann einem übel werden. Bei fast allen haben sie das Brot angefressen. Schließlich machen wir ein Ende. Wir legen die angefressenen Stücke als Köder aus. Nach wenigen Minuten sind sie da. Dann schlagen wir zu. Eine erfolgreiche Methode. Yes! Auch eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. Fürchtetste Waffe von allen. Ich habe noch die Gasopfer im Lazarett vor Augen. Sie waren fast erstickt und husteten ihre verätzten Lungen in Klumpen aus.
Jedes Risiko gehe ich im freien Feld ein. Ach ja. Im Graben oder im Trichter habe ich keine Chance, weil sich dort die Dämpfe setzen. Die neuen Rekruten machen uns Schwierigkeiten. Sie sind eine Belastung. Auf jeden fronterfahrenen Mann kommen zwischen 5 und 10 von ihnen. Viele fallen nur deshalb, weil sie so unerfahren sind. Sie sterben wie die Fliegen. Meine Gasmaske! Ich halte dich fest! Raus da! Hol sie raus! Los, Mensch, mach! Los, komm her! Verdammte Scheiße! Zug abgelöst. Alles in Ordnung, Front? Jawohl. Wie lange ist es her? Wochen? Monate? Jahre? Vielleicht nur Tage. Gestern lagen wir unter Feuer, heute können wir ausruhen, morgen hängen wir wieder in den Schützengräben. Schön fett. Nicht gut für meine Diät. Meine Alte nimmt da mal Lorbeerblätter. Donnerwetter. Basilikum, Paprika. Und die Füllung macht sie besonders gut. Ist ein Geheimrezept. Aber unsere war auch nicht schlecht. Na dann fest mal. Wie
fühle mich wie ein König. Nicht übel, nicht übel. Auf die Art kann man den Krieg schon überstehen. Ja. Du hast mir nie eine Antwort gegeben, Josef. Worauf denn? Na, was du machst, wenn plötzlich Frieden ist. Na, was wir alle machen. Er säuft 3 Tage. Also, Albert, das ist mal eine Antwort, die mir gefällt. Klar, erst wird er sich besaufen. Dann ab nach Hause an Mamas Kochtöpfe. Aber was dann? Na, sag's ihm, Josef. Brauchst dich doch nicht zu schämen. Ich schäme mich nicht. Er will Theologie studieren. Er wird Pfarrer. Ein Jahr an der Front und du hast deine Meinung darüber noch nicht geändert? Gibt's für dich immer noch den lieben Gott im Himmel? Daran wird sich nie was ändern. Und du, Friedrich? Ich werde Ingenieur. Oder Lokomotivführer. Das wollte ich schon immer. Ich bin gut dran. Warum? Weil ich immer genau wusste, was ich mal machen werde. Wie Behm. Oder wie unser Bauernjunge, hä? Sofort wieder auf die Felder, Dietering? Ja, auf die Felder, zu meinen Pferden, die Ernte einfahren. Und zu meiner Frau. Und was machst du, Tjaden? Ich warte, dass Himmelstoß mir noch mal in die Quere kommt. Ich weiß, was ich mache. Na klar, Thema Nummer 1. Ich werde alle Damen beglücken, von hier bis zum Rhein. Wir reden hier über unsere Berufswahl. Ich glaube, du... Ich werde einer der wenigen sein, die aus ihrem Vergnügen einen Beruf machen. Ich werde der welterste Professor für Wollust. Und was machst du? Wieder auf die Schusterbank? Ja? Und zu den Kindern. Wie viel hast du? Na, frag mich bloß nicht. Zum Glück bin ich Schuhmacher. Wenn ich für alle Latschen kaufen müsste, wäre ich pleite. Und was ist mit dir, Vestus? Ein Federbett. Und ein schönes, fleißiges Lieschen. Da bleibe ich dann die ganze Woche drin. Gut, aber womit willst du denn dein Geld verdienen? Ja, ich glaube, ich gehe wieder zurück zu den Preußen. Hast du einen Vogel? Na komm, man hat immer gut zu essen in Friedenszeiten. Dann hat man sein Bett und jede Woche reine Unterwäsche. Abends bist du ein freier Mann und gehst in die Kneipe einen trinken. Immer noch wesentlich besser als Torfstechen. Viel besser. Los, Männer, beeilt euch mit dem Abladen. Noch mehr Särge. Ist ein Rand vollgeladen. Das bedeutet, wir müssen in die Offensive. Die oberste Heeresleitung sorgt für uns, wie man sieht. Da drüben antreten. Sie schicken uns leere Kisten zum Auffüllen. Da sagt für die Zweite, absitzen. Da macht schon, Männer. Wir müssen noch eine Fuhre holen. Hey, mach doch mal Platz da vorn. Der Fürstgeist Brustkarl. Die Dinger haben doch erst schwer, wenn du drin liegst. Wie alt bist du? 16. Nächstes Jahr kommen sie aus dem Kindergarten. Hast du das eingefallen? Jawohl. Wo hast du das gelernt? Im Ausbildungslager. Muss aber ein Arschloch gewesen sein. Jungchen. Wenn sie dich damit erwischen, dann bringen sie dich nicht einfach um. Dann bohren sie dir die Augen aus und füllen sie mit Sägemehl. Sowas benutzt hier draußen keiner mehr. Ist eine Vereinbarung getroffen worden. Von beiden Seiten. Das wusste ich nicht. Das erste Mal an der Front? Jawohl, Herr Unteroffizier. Ich bin kein Unteroffizier. Nur einfacher Ach Soldat. So. Entschuldigung, ich dachte. Du sollst nicht denken. Nur schön zuhören. Jawohl. Dein Spaten ist besser. Wenn du einen Mann mit diesem Ding und dem Kind triffst, kannst du ihm die Rübe abschlagen. Eignet sich auch gut zum Hauen, weil er schwer ist. Wenn du ihn zwischen Hals und Schulter triffst, ungefähr hier, dann spritzt das Blut wie ein Springbrunnen. Oh mein Gott. Das ist viel sauberer. Ein Bajonett bleibt nämlich oft in den Rippen stecken. Da musst du gegentreten und es wieder rausziehen. Und dafür brauchst du Zeit. Da kannst du selbst drauf gehen. Verstehst du? Also, und wo ist euer Zugführer? Unteroffizier Himmelstoß wollte uns hier treffen. Ah ja. Wie heißt der Unteroffizier? Himmelstoß. War der mal in der Oldenburg-Kaserne? Jawohl. Das kann doch nicht wahr sein. Nun ist die Rache mein. Wie hat der sich denn seinen Druckposten versaut? Erzähl mir bloß nicht, das Schwein hat sich freiwillig gemeldet. Nein, das hat er nicht. Es hat Ärger gegeben.
Er hat's auf dem Schlammacker bei zwei Rekruten übertrieben. Kennen Sie den Schlammacker? Na Jungs, kennen wir den Schlammacker? Er ist zu weit gegangen, hat sie gemein geschliffen. Der eine war leider der Sohn eines hohen Regierungsbeamten. Und da hat er dann Fronturlaub gekriegt. Da hat er sich selbst in seinen Druckposten gebracht. Mir war das klar, dass sie den mal an Arsch kriegen würden. Ach, großer Gott, ich kann's gar nicht mehr erwarten. Freunde, da schreitet er heran. Weg da! So trifft man sich also wieder. Krapp, nicht wahr? Erinnern Sie sich an Ihren Unteroffizier Himmelstoß? Müller, Sie sind ja auch da. Sind mir gut im Gedächtnis geblieben. Leer. Behm. Braumer. Nein, Bäumer. Ich vergesse nicht so schnell, wie Sie sehen. Weil Sie eine gute Grundausbildung bei mir genossen haben? Ist es Ihnen bisher gelungen, auch gut durchzukommen? Nur Kämmerich nicht. Kämmerich? Weiß nicht, wer war Kämmerich? Den anderen ist die Lektion jedenfalls gut bekommen. Ja, und jetzt kommt deine Lektion, Himmelstoß. Wenn du mir an der Front auch nur einmal den Rücken zeigst, dann baller ich dir eins. Was haben Sie gesagt? Also, das ist der gefürchtete Unteroffizier Himmelstoß. Und wer sind Sie? Antworten Sie auf meine Frage, Soldat! Himmelstoß. Ein Stückchen darunter ist eine Latrine. Scheiß dich zu, Junge, und hopp's rein. Ihnen ist wohl nicht klar, dass Sie mit einem Vorgesetzten sprechen. Wollen Sie vors Kriegsgericht? Stehen Sie gerade, Mann, die Hacken zusammen, wenn ein Vorgesetzter mit Ihnen spricht. Und zwar Sie alle! Panzerabteilung! Stillgestanden! Rechts! Panzerabteilung! Im Gleichschritt! Marsch! Links! 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 Wir werden richtig verwöhnt. Wir kriegen köstlichen Edamer und starken Rum. Wir essen und trinken, aber wir fühlen uns unbehaglich, weil sie uns immer so füttern, bevor sie uns in die Hölle schicken. Kat hat seinen Humor verloren. Wenn er Käse und Rum riecht, dann wittert er Cartoon. Und der folgt unweigerlich. Ruhig, Junge, ruhig. Geht schon vorbei. Hört ihr, wie die angeschwirrt kommen? Und dann Krach. Lass zu, zieht. Ey, gib mir die Büchse, wenn das runtergebrannt ist. Ich brauch das Fett, ich will meine Stiefel wechseln. Na, beruhig dich mal, mein Junge. Daran gewöhnst du dich schon. Die decken uns immer mit großen Koffern ein vor einer Offensive. Die wollen uns damit weich machen. Wir sollen nicht schlafen. Sie denken, wenn sie angreifen, dann können wir uns nicht mehr verteidigen, weil wir zu müde sind, verstehst du? 48 Stunden schon. Wie lange geht das noch? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Wann hören die endlich auf? Oh Gott. Guck mal. Wo willst du hin? Ich bin gleich wieder da. Nur Luft schnappen. Na
Nein, 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 hock dich wieder hin, das ist bald vorbei. Das dauert nicht mehr lange. Ich will hier raus! Kack, pass auf! Ich will hier raus, ich kann nicht mehr! Lass mich raus! Du bleibst hier! Hier raus hier! Ach. Bist du wahnsinnig, Alter? Kannst du nicht! Setz du dich dahin, das arme Schwein ist schon fix und fertig! Und nun geht wieder auf eure Plätze! Kommt wieder zu euch! Jetzt ist Ruhe im Puff! Mach nicht so einen Wind, Mensch! Moment mal! Angriff! Also macht los, Haltet euch die Klappe auf! Raus, los! Ach schon, halt euch! Raus jetzt, Jungs! Sie kommen! Jetzt liegen wir nicht mehr wartend auf dem Schafott. Wir können zerstören und töten, um uns zu retten und zu rächen. Wenn wir ihre Gesichter sehen, werden wir zu wilden Tieren, zu Bestien, zu Mördern, zu Teufeln. Wenn dein eigener Vater mit denen da drüben käme, würdest du nicht zögern, die Handgranate auf ihn zu werfen. Los, Angriff, vorwärts, raus mit euch! Komm schon hoch, du feiger Hund! Sieh mal! Mach, dass du rauskommst, du übler Scheißkerl, du Dreckschwein, verdammtes Viecher! Was seid ihr denn da? Weiter los, verdammt nochmal! Angriff, raus hier! Hast du nicht gehört? Da, bis bald! Wie lange geht das schon so? Tage, Wochen, Monate, Jahre? Angriff gegen Angriff. Die Toten stapeln sich. Winter, Sommer. Die Tage sind heiß und die Leichen liegen unbeerdigt. Wenn der Wind zu uns herüberweht, bringt er den Blutdunst mit, der schwer und widerwärtig süßlich ist. Thank you.
Ich will dir doch helfen. Ich will dir helfen. Kamerad. Kamerad. Ich wollte dich nicht töten. Aber du bist hier reingesprungen und da konnte ich... Was hättest du getan? Ich hätte es sicher nicht fertig gebracht, wenn ich an den Menschen gedacht hätte. Aber ich dachte nur an dein Gewehr. Bajonett. Die Handgranaten. Wenn wir das alles wegwerfen würden, könnten wir Brüder sein. Aber sie wollen nicht, dass wir das erkennen und so handeln. Wir dürfen die Wahrheit nicht erfahren.
Wir haben alle Mütter. Väter. Die gleiche Angst vor dem Tod. Den gleichen Schmerz. Es gibt keinen Unterschied. Es ist unmenschlich. Vergib mir, Kamerad. Ich könnte doch deiner Familie schreiben. Ja. Ja, ich werde schreiben. Gérard Duval, Kompositeur. Ich habe den Drucker Gérard Duval getötet. Bataillon! Stillgestanden! Achtung! Präsentiert das Gewehr! Die Augen links! Ein dreifach Hurra seiner Majestät! Hurra! 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 Majestät gehorsamst, das 1. Bataillon des 150. Infanterieregiments zu eurer Begrüßung angetreten. Euer Majestät, Soldat Bärmeier. Euer Majestät, Soldat Langer.
Euer Majestät, Unteroffizier Himmelstoß. Bataillon, rührt euch! Offiziere, Unteroffiziere, meine Soldaten. Die Männer, die heute hier ausgezeichnet worden sind, haben im hohen Maße ihre Pflicht erfüllt im Kampf für unser Vaterland. Die Nation erwartet, dass jeder einzelne von ihnen diesem Beispiel folgt. Als ihr Kaiser überbringe ich ihnen die Grüße des gesamten Volkes und bitte sie, weiterhin tapfer einzustehen im Vertrauen auf unseren allmächtigen Gott und unser Vaterland. Unser Kaiser. Mann, wenn ich das meinem Vater erzähle. Na, große Mahlzeit, was wirst du ihm denn erzählen? Na, dass ich den Kaiser gesehen habe. Ganz aus der Nähe, das wird er mir nie glauben. Hat endlich einen ganz netten Eindruck gemacht. Ja, fand ich auch. Glaubt ihr, dass er in diesen Krieg eingetrieben worden ist? Ja, halte ich schon für möglich. Wie geht denn sowas? Die Generäle haben ihm gesagt, er muss endlich Farbe bekennen. Haben also die Generäle den Krieg angefangen? Die Französischen natürlich, ist doch klar. Die Franzosen sollen dem deutschen Kaiser sowas geraten haben? Ach, so meine ich das doch nicht, aber du musst dir vorstellen... Passt auf eure Uniformen auf, Jungs. Die müssen noch vom nächsten Haufenhelden getragen werden, der vom Kaiser besichtigt wird. Was meinst du, Kat, warum wir diesen Krieg führen? Wir schützen unser Vaterland. Und wofür kämpfen die Franzosen? Die schützen auch ihr Vaterland. Und wer hat recht? Der gewinnt. Das klingt aber nicht sehr patriotisch. Nicht sehr was? Patriotisch. Mag schon sein. Aber es ist auch nicht patriotisch, drüber nachzudenken. Das macht ein echter Patriot nicht. Der lässt sich einfach die Rübe abschießen. Und kriegt's eiserne Kreuz dafür. So wie Himmelstoß. Unfassbar, dass dieser Kilch noch einen Orden angehängt kriegt von unserem Kaiser. Sei mal ehrlich, Tschaden, er hat ihn verdient. Er hat sich wie ein deutscher Soldat benommen. Er ist vorwärts gerannt, weil man es ihm befohlen hatte und auf Befehl wieder zurück, weil er es tun musste. Das Einzige, was ihn von einem echten deutschen Soldaten unterscheidet, ist, dass er den Arsch nicht zugekniffen hat. Ist das das Einzige, wofür wir kämpfen? Den Arsch zu kneifen? Hast du eine Ahnung, wofür wir kämpfen? Weiß irgendjemand hier, wofür wir kämpfen? Weiß es der Kaiser? Vielleicht wären wir gar nicht hier, wenn er sich da rausgehalten hätte. Ja, aber... Aber... Unteroffizier, kommen Sie rein. Setzen Sie sich doch. Ist doch klar, die haben unser Land beleidigt und so hat die ganze Scheiße angefangen. Die haben unser Land beleidigt? Tut mir leid, kapiere ich nicht. Ein Berg in Frankreich hat also einen Berg in Deutschland beleidigt. Also komm, du weißt schon, was ich meine. Einer hat die Ehre des anderen verletzt. Entschuldige, aber das begreife ich nicht. Meine Ehre hat keiner verletzt. Wie kann denn ein Franzose meine Ehre verletzt haben, wenn ich noch nie vorher in Frankreich war? Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine Handvoll Franzosen gekannt. Und die waren in Ordnung. Die waren nett. Einfach so. Lügen wir uns doch nicht in die eigene Tasche. Da gibt's einen ganzen Haufen Leute, die einen Vorteil davon haben, dass wir kämpfen. Wer denn? Ich bestimmt nicht. Ja, mein Junge, das weiß ich auch. Aber die Herren Generale, die haben natürlich einen großen Vorteil davon. Und wovon? Ruhm heißt das. Hey, hat von euch noch nie jemand was gehört von Victoire le Bois? Nein, das ist ein französisches Gebäck. Nein, das ist ein besetztes französisches Dorf und da kommen wir alle hin. Was sollen wir denn da? Urlaub machen, 7 Tage lang! Yeah! Schönes Mädchen gesehen? Nein, wirklich nicht. Was meinst du, wie alt ist sie? Vielleicht 21. Ah, nein, nein, dann wäre sie ja älter als wir. Ich schätze sie auf 17 ungefähr. Sie wirkt so sauber, nicht? Ist doch klar. Die geht doch auch bestimmt jeden Tag baden. Vielleicht 2 oder sogar 3 Mal. Sie hat ja auch ganz saubere Fingernägel. Wenn der mit seinen Schuhchen marschieren müsste, dann käme er nicht weit. Sind hübsch, die weißen Hosen, ne? Ja. Ich habe auch so ein paar zu Hause im Schrank.
Das wäre was, nicht wahr, Albert? Mhm. Weißt du was? Wir gehen jetzt zur Entlausungsstation. Ach, wozu? Denn in einer halben Stunde sind sie wieder da. Ach, ich fühle mich so dreckig. Hey, lass mal die Finger weg, die gehört mir. Ganz allein mir. Was haben diese verlausten Krautköpfe zu dir gesagt, mein Schätzchen? Na komm schon, Schatzi, komm mir ein bisschen entgegen. Wisst ihr, die hat wirklich Ähnlichkeit mit einer, die ich mal hatte. Olga. Olga, meine kleine Bauernkuh. Ach Mann, sowas Süßes lässt dich da nicht. Glaubst du nicht? Bis nachher. Wo geht ihr hin? Einen kleinen Gang machen. Könnt ihr doch mit der da viel besser. Oh, ist die heiß. Das dauert sicher Wochen, bis der Dreck runter ist. Der Anfang ist gemacht. Gib mal die Seife her. Wie ist das Wasser? Ja, ach, es ist herrlich. Kommt rein. Hey, schau dir das an. Julie. Bonjour. Drei Julie. Macht irgendwas! Sagt irgendwas! Jolie, was? Nur lass sie nicht weg! Hallo! Hallo. Hallo! Bleiben! Bleiben! Ami! Ami! Une minute! Une minute! Mademoiselle! Attendre quoi? Attendez, s'il vous plaît! Wir lieben französische Mädchen! Mademoiselle, kommen Sie hier rüber, bitte! Sag ihnen, Sie sollen warten! Vous venez ici, s'il vous plaît! Frag sie, was sie heute Abend machen. Sag ihnen, ich bin frei. Lass sie nicht weggehen. Nur des Rohr auf vous parler. Il bouge rien. Haben Sie verstanden? Verstehen Sie? Was hast du gesagt? Ich sag Ihnen, dass wir mit Ihnen kein sprechen wollen. Parlez-vous, mademoiselle. Hey, Moment mal. Sag Ihnen, sprich deutlich, fallen. Ja. Venez, assis. Ja, das ist gut. Venez, assis. Hallo, Fräulein, Chamour, ja? Kommt hier rüber. Kommt schnell. Komm, ich Liebe. Schon. Liebe. Nicht gehen, bitte. Bleiben Sie da. Fräulein, hallo. Ja, hier. Brot, Wurst, alles da. Schauen Sie. Regardez, hier. Jam. Ja, Brot. Kommen Sie doch rüber. Oui. Vous. Venez. Ici. Maintenant! Oui, Ami! Nein, die meinen, dass wir rüberkommen sollen! Vous venez! Nein, das geht nicht! Wir können nicht, das sind Wachen! Versteht ihr, was ich meine? Posten! Posten! Wir können nicht rüber, wegen der Posten! Ce soir! Vous venez! Là-bas! Notre maison! Ce soir! Ja, Sie wollen, dass wir heute Abend in Ihr Haus kommen! Oui, avec quelque chose à manger, oui? Wir sollen was zum Essen mitbringen. Ja! Was ist denn so la? Maison! Au revoir! Bonjour! Bis heute Abend! Wach auf, Tjaden! Es ist einfach zu dumm, dass wir zu viert sind und nur drei Mädchen da sind. Zu dumm. Ich finde, das können wir den Mädchen nicht zumuten. Na, trink aus, Tjaden. Französischen Landwein gibt's nicht oft. Gute französische Landmädchen. Es sieht so aus, als ob hier einer von uns ein übermenschliches Opfer bringen muss. Gib's runter, Tjaden. Du musst doch mit uns mithalten. Und ja, vielleicht sollten wir knobeln. Nicht mehr nötig. Ils arrivent, ils sont pas à travers la crème. Jeune homme, attrape.
Nula! Oui? Bonsoir. Bonsoir, Sol. Bonsoir. Bonsoir. Bien, on va être dans la chambre alors. Oui, je vais prendre comme. Venez. Oh, joli. Leg doch schon hin. Voilà, encore du fromage, là. Oh, c'est incroyable, oh, tout ce qu'ils ont apporté. Je sais. Hey, vous n'avez pas commencé à manger sans moi, quand même. Attends un peu. Oh, c'est une merveille. Il y a que les Allemands pour savoir faire le saucisson. Mais t'as vu, leur pain, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas le moment de s'en faire. Also, für mich kann die Raumfolge so bleiben. Die gefällt mir. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Gefällt dir deine Arbeit? J'ai ja, ja, natürlich. Dis, on va pas manger. J'ai quand même tout ça ce soir. Ah, tu parles, non, hein. Tu trouves pas sympathique? Regardez un peu la tête de celui qui est en face de moi, il se croirait déjà au lit. Da hat sie recht. Bon, ça y est. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, qu'est-ce que je vous disais? Mais tu es blanc comme neige, toi. Ja. Est-ce que je me trompe, petit bonhomme? Oui. Oh, ridicule enfance. Mon petit soldat. Viens. Viens. Non, non, ici. Quel âge as-tu? Ton âge. Quel âge as-tu? Ah, ich bin 19. 19. 19. Vingt-cinq ans? Vraiment, ça m'étonnerait. T'exagères, non? Alles im Zimmer verschwimmt im Halbdunkel. Nur das Gesicht neben meinem lebt. Es ist geneigt zu einer Zärtlichkeit, die nicht aus ihm kommt, sondern aus der Nacht. Ich schließe die Augen und möchte alles damit auslöschen. Krieg und Grauen und Gemeinheit. Um jung und glücklich zu erwachen.
Fetzen davon! Links. Das ist von Kat. Was ist da drin? Ist für die Fahrt, wenn du Hunger kriegst. Brot und Käse. Hat er wieder mal irgendwo organisiert. Er findet in der Wüste noch was zu fressen, das schwöre ich dir. Also macht's gut. Alles klar, die Ohren steif. Und lass die Schwestern in Ruhe. Ja, das kann ich dir nicht versprechen. So, das wär's. Die Türen zu.
Albert und ich liegen in einem katholischen Krankenhaus im gleichen Zimmer. Das ist ein großes Glück, denn die katholischen Krankenhäuser sind bekannt für gute Behandlung und gutes Essen. Man hat uns nachts direkt vom Zug aus hierher gebracht. Viel geschlafen haben wir nicht. Der kommt nicht mehr zurück. Wieso nicht? Die haben seine Sachen mitgenommen. Das heißt, er kommt in die Sterbekammer. Sterbekammer? Was ist die Sterbekammer? Na, da kratzen sie ab. Nenn es, wie du willst. Es ist, ist so ein kleiner Raum im Keller. Immer wenn einer so weit ist, dass er sich von dieser Welt verabschieden muss, dann bringen sie ihn dahin. Die Leichenhalle ist nebenan. Das ist ganz praktisch. Da brauchen sie ihn nur rüberzuschieben. Von da kommt keiner zurück. Gestern haben sie Franz Wächter abgeholt. Und sofort wurde sein Bett neu belegt. Albert geht es sehr schlecht. Hat große Schmerzen. Zeigen Sie doch mal her, Schwester. Peter hat immer wieder starke Blutungen. Seine Fiebertafel sieht böse aus. Er war zeitweise ohne Bewusstsein. Die Ärzte schauen öfter herein. Bringen Sie mich hin? Wir bringen Sie doch mal zum Verbinden. Nein! Ich will nicht ins Sterbezimmer. Ich will nicht dahin. Aber Ihre Verbände müssen erneuert werden. Warum nehmen Sie dann seine Jacke mit, Schwester? Bitte lasst mich doch hier. Ich will nicht sterben. Sie sollen sein Waffen auch hier zurück. Ich will nicht sterben. Ich komme zurück. Ich will hier bleiben. Sie lügt. Sie lügt! Langsam lerne ich wieder laufen. Aber auf dem Korridor. Ich kann Alberts Blick nicht ertragen, wenn ich durch das Zimmer gehe. Er sieht mir immer mit so sonderbaren Augen nach. Ich weiß, was es ist, denn ich kenne Albert. Er ist verbittert, weil es mir besser geht und ihm nicht. Albert ist mein Freund und deshalb nehme ich es ihm nicht übel, dass er sowas wie Neid empfindet, weil es mit mir langsam wieder bergauf geht. So lerne ich die Stationen des Krankenhauses kennen. Im Stockwerk unter uns liegen Bauch- und Rückenmarkschüsse, Kopfschüsse und beiderseitig Amputierte. Rechts im Flügel Kieferschüsse, Gaskranke, Nasen-, Ohren- und Halsschüsse. Links im Flügel Blinde und Lungen-, Becken-, Gelenkschüsse, Nieren- und Hodenschüsse. Und das ist nur ein Lazarett, ein einziges Krankenhaus. Es gibt Tausende in Deutschland. Und wie viel Tausend gibt es in Frankreich, in Russland, in England? Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan wurde, wenn so etwas Irrsinniges möglich ist? Alles muss doch erlogen sein, wenn die Jahrtausende währende menschliche Kultur nicht verhindern konnte, dass diese Ströme von Blut vergossen wurden. Erst ein Lazarett zeigt, was der Krieg tatsächlich ist. Hör schon auf! Hör auf! Was ist denn da los? Schnell, der dreht durch! Ich kann ihn nicht halten! Kommt doch, mach doch an! Der versucht, mich umzubringen! Ruhig, Junge, ruhig! Lass mich los! Bringt ihn raus! Wieso mischst du dich ein? Warum hast du ihn nicht sterben lassen?
Sie machen sehr gute Fortschritte, Paul. Und bald werden Sie auch ohne Stock gehen können. Schwester? Ja? Ich mache mir Sorgen um meinen Freund. Das sollten Sie nicht. Das Schlimmste ist überstanden. Er wird sich erholen. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Nach der Operation ist er... Er ist in einer furchtbaren Verfassung. Er redet kaum noch mit mir. Sie sollten ihn verstehen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion nach einer Amputation. Doch, das ist oft so. Also, machen Sie sich keine Sorgen. Albert kommt schon darüber weg. Lassen Sie sich nichts anmerken, wenn Sie mit ihm reden. Das wird ihn schon aufmuntern. Ja. Albert? Wie geht's dir heute? Albert, ich habe 16 Tage Erholungsurlaub bekommen. Ich werde nach Hause fahren. Dich werden sie auch bald nach Hause schicken. Freust du dich? Bäumer! Hey, Bäumer! Bäumer! Da bin ich wieder! Mann, das... Peter! Ich hab doch gesagt, ich komm zurück! Das ist ja unglaublich. Totenzimmer, Sterbekammer. Ich weiß gar... Was soll denn der Blödsinn? Also, mich hat's da jedenfalls nicht erwischt. Unkraut vergeht nicht. Ich bin ihm von der Schippe gehopst. Er hat geschrien, er kommt zurück. Und hat's geschafft. Albert, soll ich dir vielleicht noch irgendwas holen? Eine Knarre. Hör mal, du darfst jetzt nicht den Mut verlieren. Wenn du was für mich tun willst, dann besorg mir ein Gewehr. Tust du mir den Gefallen oder nicht? Nein! Red nicht solchen Unsinn! Leicht gesagt. Dir geht's ja wieder sehr gut. Albert. Ich bring's nicht fertig.
Paul? Paul, warum hast du denn nicht geschrieben, dass du kommst? Mutter! Mutter! Paul, komm doch auf. Hast du ein Taschentuch? Im Bett. Sie ist krank, Paul. Was hat sie? Wir wissen es nicht. Dr. Bredemeier sagt, es könnte wieder Krebs sein. Schmerzen. Heute werde ich mal versuchen, ob ich vielleicht ein bisschen aufstehen kann. Zur Feier des Tages. Gut. Wir müssen geahnt haben, dass du kommst. Erna macht dein Lieblingsgericht. Stell dir mal vor, es gibt Kartoffelpuffer mit selbstgemachter Blaubeermarmelade. Freust du dich darüber? Na und ob? Was meinst du, wie lange ich die nicht mehr gegessen habe? Wie geht's Vater? Ach, er arbeitet sehr schwer. Er macht viel Überstunden. Mein Paul, ich danke Gott, dass du lebst. Oh, ich hab... Brot und Käse und Butter. Dann habt ihr bestimmt genug zu essen an der Front. Ach, genug ist übertrieben, aber wir kommen zurecht. Ist es wirklich so schlimm da draußen? Nein. Es ist im Krieg. Dr. Bredemeier war hier. Er hat erzählt, dass grausam gekämpft wird. Dass sie Gasgranaten einsetzen und so viele sterben. Alles nur Gerede, Mutter. Nur Gerüchte. Sieh mich an. Ich bin gesund und munter. Oder nicht? Gott sei Dank. Aber die Angst. Ich kann nicht verstehen, warum du deine Uniform nicht anziehen willst, Paul. Na, weil es so viel bequemer ist, Vater, das ist alles. Aber ich wollte gern unseren Sohn als Frontsoldaten an unserem Stammtisch vorzeigen. Wie ist denn der Geist an der Front? Vorzüglich, was? Sehen ja auch fabelhaft aus. Ja, es geht mir gut. Ich hab's auch gut überstanden. Nehmen Sie eine Zigarre, mein Sohn? Nein, danke. Wenn Sie alt genug sind, Franzosen den Arsch zu versohlen, können Sie auch mal einen Zug machen. Hans, noch ein Bier für unseren jungen Krieger. Wie ist die Stimmung da draußen, Paul? Sehr gut, hä? Mhm. Das hört man überall.
Dauert nicht lange, dann ist der Franzmann erledigt. Der Feind hat viele Reserven, lieber Herr Hollostein. Und der Alltag an der Front ist ein bisschen anders, als man hier manchmal annimmt. Sie stecken mittendrin, Paul. Sie sehen nur Ihren kleinen Bereich. Da verliert man leicht den Überblick über die Gesamtlage. Nach meiner Meinung ist es das Wichtigste, dass der Durchbruch gelingt. Und zwar hier in Flandern. Also, das ist der Franzmann und das sind wir. Wir kommen also mit unseren Kräften von der belgischen Seite und stoßen durch. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, da müssen wir sie aber vorher an der Hindenburg-Linie schlagen. Und da sind uns gewisse Grenzen gesetzt, wie Sie ja sicher wissen. Sie liegen völlig schief, Bäumer. Für einen guten Soldaten gibt es keine Grenzen. Der marschiert vorwärts. Ludwig hat recht. Offensiven sind der Schlüssel der modernen Kriegsführung. Denken wir mal an 1870. Ach, Unsinn. Wir reden von moderner Kriegsführung und nicht darüber, was vor 50 Jahren passiert ist. Du sagst mir nicht die Wahrheit, Paul. Ich habe es im Gefühl. Ich schwöre Ihnen, er hat nicht gelitten. Du hast mir versprochen, dass ihm nichts geschieht. Frau Kemmerich, ich habe doch nie gesagt, dass ich... Ja, aber du lebst und er ist tot. Warum? Mit welchem Recht lebst du? Und er... Ich will es nochmal hören. Du hast es genau gesehen, Paul. Ja. Ich war ganz in der Nähe, direkt neben ihm. Er war sofort tot. Er kann nicht gelitten haben. Ich weiß, du willst mich nur beruhigen. Aber siehst du denn nicht ein, dass es viel schlimmer für mich ist, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst? Ich muss wissen, wie es... Ich will die Wahrheit wissen. Ich muss doch damit weiterleben. Frau Kemmerich, ich verspreche Ihnen, dass es genau so gewesen ist. Er bekam einen Herzschuss und war auf der Stelle tot. Er kann nichts mehr gefühlt haben. Sein Gesicht war ganz friedlich. Und das kannst du beschwören? Ja. Bei allem, was dir heilig ist. Bei allem, was mir heilig ist, Frau Kemmerich. Er hat nicht gelitten. Dann versprich mir, dass du nicht zurückkommen willst, wenn du gelogen hast. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Wenn Sie beherzigen, was ich Ihnen gesagt habe, werden Sie gute Soldaten sein im Dienste unseres Kaisers. Sie können gehen. Bäume, alles sowas. Ja, möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. Ach, Sie rauchen immer noch nicht. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja auch eine schlechte Angewohnheit. Aber der Mensch muss ein paar Laster haben, nicht? Es ist nicht gut, dass man immer nur arbeitet und arbeitet. Nicht, Bäume? Ja, und wie geht es Ihnen, Bäume? Sagen Sie mal, wie ist die Moral der Truppe? Ausgezeichnet, nicht ausgezeichnet. Behm ist tot. Behm? Ja, Josef Behm. Ich habe nicht geglaubt, dass er sich freiwillig meldet. Aber er hat es getan. Ja. Kemmerich ist auch gefallen. Das habe ich gehört, ja. Und Kropp hat ein Bein verloren. Ach, Albert Kropp, ja. Die anderen habe ich aus den Augen verloren. Wir sind getrennt worden. Aber Lehr lebt noch und Müller auch und ich bin hier. Freut mich, das zu hören.
richten Sie ihn bitte aus, dass ich stolz und zufrieden bin, dass meine jungen Männer wie gute Deutsche gehandelt haben. Es tut gut zu wissen, dass Sie dem Vaterland gegenüber Ihre Pflicht getan haben. Können Sie sich vorstellen, wie mir dabei zumute ist? Sie waren eine gute Klasse. Gute Jungs. Ja, das waren Sie wirklich. Und diese Klasse? Kein Rückgrat. Nicht zu vergleichen. Defätismus. Heißt der Bacillus Bäumer. Da ist nichts von eurem Geist zu spüren. Also nicht die eiserne Jugend. Ich verstehe nicht. Es sind keine ehernen Helden. Normale Jungs. Sie wollen spielen, lachen und leben. Normale Jungs. Mutter, es ist doch schon spät. Kannst du nicht schlafen? Ich wollte dich nicht aufwecken. Bitte entschuldige. Du wirst dich erkälten. Leg dich wieder hin. Schlafen kann ich später noch genug. Hast du Angst, weil du wieder weg musst? Nein. Ich muss dir noch was sagen. Sei bitte vorsichtig, Junge, mit den Frauen in Frankreich. Die taugen alle nichts. Mutter... Wo wir sind, da gibt's keine Frauen. Und pass gut auf, wenn du wieder an der Front bist. Ja, mach ich. Ich bete für dich jeden Tag. Das weiß ich, Mutter. Vielleicht wirst du ja auch irgendwohin abkommandiert, wo es nicht so gefährlich ist. Ja, ich kann mich ja für die Küche einteilen lassen. Das ist eine gute Idee. Ja, das würde ich versuchen. Und wenn die anderen irgendetwas sagen... Ach, das interessiert mich wirklich nicht. So, und jetzt musst du schlafen. Komm, ich bring dich. Komm. Du musst gesund werden, Mutter, bevor ich nach Hause komme. Ja, mein Sohn. Ja. Und schick mir bitte keine Pakete mehr. Wir kriegen genug zu essen da draußen. Ihr braucht es hier viel dringender. Ach, Paul, ich habe zwei Paar Unterhosen für dich. Reine Wolle. Die halten besonders warm. Du darfst nicht vergessen, sie einzupacken, wenn du fährst. Ich werde dran denken, Mutter. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Junge.
Mutter. In diesem Zimmer lebte ich, bevor ich Soldat wurde. All meine Sachen sind hier. Und meine Bücher, meine geliebten Bücher. Aber sie sprechen nicht mehr mit mir, wie sie es früher taten. Denn ich bin nicht mehr derselbe, der ich einmal war, als ich in diesem Zimmer wohnte. Soldat bin ich jetzt. Und meine Bücher schweigen. Sie haben sich mir entfremdet in der Zeit des Tötens. Vom normalen Leben weiß ich nicht mehr viel. Aber ich weiß, dass es ein Fehler war, zurückzukommen. Alle Männer an der Front denken so wie ich. Es gibt keine Diskussionen über den Sinn des Lebens, weil es keinen Sinn hat. Es ist mir klar geworden, hier bin ich fremd und allein. Die Kameraden sind jetzt meine Bücher, die Familie, mein Leben. Ich verlasse mich auf sie, wie sie sich auf mich verlassen. Mutter, es ist schrecklich, so etwas auszusprechen, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder nach Hause fahre, zu meinen Kameraden an die Front. Paul! Runter vom Wagen! Na los, los, bewegt euch ein bisschen! Nicht so müde, Männer! Wir sammeln uns da drüben! Welche vom zweiten Zug der dritten Kompanie dabei sind, dann sucht euch da, den Haufen! Da bist du ja wieder, mein Junge! Ja, da bin ich wieder. Es war dumm von dir zurückzukommen. Aber ich freue mich natürlich darüber. Und ich freue mich, dass es dich nicht erwischt hat. Der Bus ist geil. Die werden jünger und jünger, Paul. Das ist harte Arbeit, auf die Milchgesichter aufzupassen. Hey Jungs, der alte Deserteur ist wieder da. Mensch, Paul, wann bist du denn angekommen? Hey. Freut sich der Feind. Wie geht's, Cobb? Wie war dein Urlaub? Schön. Wo ist Müller? Wann war das? Vor einer Woche. Ging's schnell? Schrapnell in den Magen. Hat 2 Stunden gedauert. Paul. Hm? Er hat gesagt, ich kann sie haben. Nicht näher rankommen, sonst sind wir erledigt. Leutnant, bleiben Sie hier!
bringen unseren Kameraden Essen an die Front. Viel gibt's nicht. Wir müssen alle hungern. Wir sind alle müde. Wir sind alle ohne Hoffnung. Aber der Krieg geht weiter. Warum machen die nicht endlich Schluss? Ja, frage ich mich auch. Wir sind doch fertig. Wir haben nichts zu fressen. Die Franzosen kriegen Corned Beef und Weißbrot. Unser Brot schmeckt nach Sägemehl. Scheiße. Bleib stehen! Halte doch fest! Steh. Die Jungs haben alle die Ruhe. So ist gut, ja. Bleib stehen. Schön brav. Mit der Artillerie ist auch nichts mehr los. Da fehlt Munition, die Rohre sind ausgeleiert. Ach. Die treffen die eigenen Stellungen. Jeden Tag gehen ein paar von uns drauf. Pferde haben wir auch nicht mehr viel. Und die da drüben haben einfach alles. Alles, was sie brauchen. Granaten genug, Tanks. Jetzt kommen die Amerikaner noch zur Unterstützung. Das heißt neue Gewehre, Flugzeuge, frische Truppen. Ach. Ach. Paul! Oh. Lieg still. Ausgerechnet jetzt, wo es sowieso zu Ende geht. Bleib ruhig. Und das nach 4 Jahren. Sanitäter! Wir brauchen jede Tage! Kurz vor Totenschluss. Ruhig, Kat, ruhig! Lass die Zähne zusammen, ich muss fest abbinden. Sieht aus, als ob es nur eine Fleischwunde ist. Du musst jetzt durchhalten. Bald hast du ein warmes, bequemes Bett. Bring dich zum Verbandsplatz. Sanitäter! Kannst du aufstehen? Kommst du hoch? Ja. Na komm, versuch's mal. Komm hoch. Ja, gut so. Halt dich fest. So geht's nicht. Muss dich tragen. Was ist denn? Meine Pfeife. Ich hatte sie, meine Pfeife ist weg. Gibt's eine andere? Wird schon eine organisieren. Zieh. Tja, Kat. Jetzt werden wir das erste Mal getrennt. Nach 3 Jahren. Weißt du noch, wie ich damals angekommen bin? Noch nicht trocken hinter den Ohren? Hab alles von dir gelernt. Nur den Kopf runter. Hast du immer gesagt. Aber vielleicht, wenn mal die ganze Scheiße vorbei ist, also wenn dieser Krieg mal wirklich aus ist, wollen wir da nicht irgendwas zusammen anfangen? Hä? Weißt du nicht was? Uns fällt schon was ein. Ich weiß nicht mal, wo du wohnst. 3 Jahre im Schützengraben. Ich habe nicht mal deine Adresse. Warte, komm, ich gebe dir meine. Ich schreib's dir auf. Jetzt nicht.
Lass uns weiter. Na los, dann komm. Fertig? Ja. Na dann komm. Hoch! Platz. So, vorsichtig. Langsam, langsam. Ja, gut so. Hast dich umsonst angestrengt. Der Mann ist tot. Nein. Das kann doch nicht sein. Wenn ich's dir sage. Er ist nur ohnmächtig. Komm schon, Kat. Komm, trink. Herbst. Und wir warten auf das Ende. Wir warten auf den Waffenstillstand. Wir warten auf den Frieden. Lieber Albert, ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass wir beide die einzigen sind, die überlebt haben. Kurz nachdem Kat gestorben ist, hat es auch Tjaden erwischt. Ein schneller, gnädiger Tod. Eine Kugel in den Kopf. Himmelstoß fiel am selben Tag und Detering ist verschwunden. Ich glaube, wir haben ihn schon im Frühjahr verloren, als die Apfelbäume blühten. Zur Zeit der Baumblüte hat er ja immer besonders gelitten. Vor 2 Wochen fehlte er beim Anwesenheitsappell. War nirgends zu finden. Eine Woche später haben wir gehört, dass er von der Feldgendarmerie gefasst worden ist. Wir beide wissen, wohin er wollte. Nach Hause zur Ernte. Wollen wir hoffen, dass er lebt, aber du kennst ja die Strafe für Desertieren. Albert, aus der Klasse von 1916 sind von den 20, die sich freiwillig gemeldet haben, 13 tot, 4 werden vermisst, einer ist im Irrenhaus. Wir beide leben. Ich vermisse dich sehr. Dein Paul. Thank you.
Heeresbericht vom 11. Oktober 1918. Im Westen nichts Neues.